Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Verlosch-Kanal zu einer weiteren Folge Pro Evolution Soccer 2020. Ja, in der Champions League sind wir leider raus. Es ist natürlich sehr, sehr bitter, dass man dort ausgeschieden ist, aber kann man jetzt erstmal nicht ändern. Savic ist auch wieder zurück. Asensio auch. Und Petagna inzwischen auch wieder. Wir werden gegen Arsenal auf jeden Fall mit der bestmöglichen Elf antreten, bis auf Zaha, den packe ich erstmal auf die Bank, ist ein bisschen müde. Ach, Savic ist auch nicht so perfekt drauf. Lass ich trotzdem erstmal spielen. Asensio super drauf, das ist wichtig. Und Arsenal spielt im 4-3-3-System. Wir müssen dringend gewinnen. Es ist schade, dass wir die Champions League zwar nicht mehr gewinnen können, aber, und das ist das große Aber, wir können immer noch das Double holen. Premier League Titel als auch den FA Cup. Aber jetzt erstmal hier die Aufstellung von Arsenal. Sepe, Holding, David Luiz, Tierney. Hector, Bellerin, Torreira, John Duzi, Mkhitaryan, Ikone, Pepe und Lacazette. Wir müssen dann mal schauen, wie es jetzt hier läuft gegen Arsenal. Wir haben ja noch einige schwere Spiele auch durchaus vor uns jetzt hier gegen Arsenal. Dann kommt irgendwann noch Manchester City. Das heißt, in den letzten vier Spielen haben wir nochmal zwei absolute Top-Gegner und ich hoffe, dass wir zumindest das erste Spiel gegen Arsenal gewinnen können. Und dann starten wir jetzt mal. Auf Savic. Andrea Petagna, Jane Sancho. Ah, Dest hatte da viel Platz auf außen. Jetzt hier Andrea Petagna macht das schön mit der Drehung. Andrea Petagna, Tor! Schönes Ding. Schönes und sehr, sehr wichtiges Ding hier vom Italiener Andrea Petagna bezwingt hier seinen Landsmann Sepe. Das war eine schöne Drehung von Petagna. Hier sehen wir das Ganze mal. Sancho schön Dest gefunden auf rechts außen. Der spielt nach innen und statt direkt abzuschließen, dreht sich Petagna einfach. David Luiz kommt nicht in den Zweikampf. So hat Petagna auch eine schöne, ja, so schönen Platz einfach, um gut abzuschließen. Hat eine schöne Abschlussposition. Und so wird das Ganze natürlich auch schwieriger für Sepe, den wirklich zu halten. Hier sehen wir es, er kann auch nicht einfach rausrauschen, weil es sonst Elfmeter gibt. Petagna sucht sich seine Position, findet sie, macht den Ball rein. Und damit steht es 1-0 für Newcastle United. Und das ist natürlich ein wichtiger Treffer im Kampf um die Meisterschaft. Ninkovic, Savic. Schuss in die Mauer. Nachschuss abgefälscht. Schade. Sehen wir nochmal. Der hier war leider viel zu zentral in die Mauer. Aber dann nochmal ein schöner Schuss, der gefährlich abgefälscht worden ist. Aber der ging dann ins Aus hier für die Ecke. Kone. Bellerin war es, glaube ich. Jetzt hier Pepe. Der ist drin! Der ist tatsächlich drin. Was ein Tor von Pepe hier. Überragend. Überragender Schuss vom Franzosen. Vom 80 Millionen Mann. Wow. War das der erste Schuss von Arsenal? Ich glaube, die hatten schon ein, zwei Alibi-Schüsse, die aber wirklich gar nicht gefährlich waren. Aber das Ding hier war eine richtige Rakete und damit steht es jetzt 1-1. Hier sehen wir nochmal. In die Mitte gespielt, Mkhitaryan oder? Ja, Mkhitaryan war es. Dann hat Pepe den Ball, zieht einfach ab, keine Chance für Henderson. Und dann ist der Ball halt drin. Starkes Ding. Also wirklich starker Schuss. Lacazette hier am Ball. Pepe kriegt den, denkt sich, zieh direkt ab, ja, und der war hinter der Linie. Deutlich. 1-1 damit. Rugani. Oh, der hat schon gelb. Der hat schon gelb. Der hat schon gelb. Bitte nicht. Es gibt gelb-rot. Ah. Ah, das ist jetzt semi-optimal. Das ist jetzt echt nicht optimal. Absolut korrekte gelbe Karte. Darf Rugani so nicht rangehen. Und Dosi. Spielt den da zentral rein. Mkhitaryan. Oh, ja gut. Haben sie überhaupt nicht gut genutzt, diese Chance. Sie sind jetzt natürlich ein Mann mehr und haben dadurch viel mehr Platz. Ich habe zwar Thiago Silva reingeholt. Hier läuft das Cheek, aber trotzdem. Dadurch haben wir natürlich einen klaren Mann weniger im Mittelfeld. Und das ist nicht optimal. Einwurf für Arsenal und nicht mehr viel Zeit. 2 Minuten Nachspielzeit. Torreira. Torreira. Lacazette wird da gestört von Thiago Silva. Na gut. Das Spiel endet hier jetzt 1-1. Das ist natürlich nicht so gut. Durch diesen wunderbaren Treffer von Pepe sind die da echt nochmal rangekommen. Aber Arsenal war gar nicht so stark. Zumindest für mein Empfinden jetzt. Ja, es ist bitter. Jetzt müssen wir gucken, was Liverpool gemacht hat. Weil wenn die gewonnen haben, sind die punktgleich. Liverpool spielt unentschieden. Liverpool spielt unentschieden. City gewinnt. Ja, City robbt sich halt dran, aber die haben halt gar keine Chance eigentlich mehr.
Und wir konnten uns es echt erlauben, unentschieden zu spielen, weil Liverpool selber unentschieden gespielt hat. Das ist für uns natürlich eine gute Nachricht. Das heißt, im nächsten Duell, ich weiß gar nicht, gegen wen wir da jetzt gleich spielen. Gegen Bournemouth, das ist auf jeden Fall ein Gegner, der schlagbar ist. Ohne Wenn und Aber ist der Gegner schlagbar. Ultimative Entscheidung. Es sind nur noch wenige Spiele bis zum Saisonende. Was können wir von Newcastle United in der Schlussphase der Saison erwarten? Ab jetzt werden wir alle Spiele gewinnen. Wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel. Wir wollen clever spielen. Auf jeden Fall wollen wir clever spielen. Die Saison entscheidet sich nicht im nächsten Spiel. Wir haben immer noch genug Gelegenheiten, unser Saisonziel zu erreichen. Wir dürfen aber ab jetzt keine Punkte mehr abgeben. Korrekt. Absolut korrekt. Ich finde zwar schön, dass die Pressekonferenzen ab und zu mal machen, aber dann eine Frage und das war's, ist dann so ein bisschen nichts Halbes, nichts Ganzes, wenn ich ehrlich bin. Ablehnen. 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 Warum kriege ich auf einmal so viele Transferangebote? Alles ablehnen. So. Wir gehen direkt weiter zum nächsten Spiel gegen die Cherries. Tarkowski nicht. Das wird natürlich jetzt Thiago Silva übernehmen. Luke Shaw packe ich auch erstmal raus für Kubo. Ja, wir spielen mit unserer besten Elf, ne? Macht ja Sinn. Oh, Upamecano ist gar nicht gut drauf. Dann kommt doch Tarkowski rein. Und McNeil. Savage ist natürlich auch noch fit. Kommt McNeil doch wieder raus. Dafür Savage rein. Und Asensio. Vier Maitland-Niles. So. Die Aufstellung bei Bournemouth: Begovic, Ake, Meppem, Diego Rico, Diego Figueiras, Lerma, Billing, Cook, Fraser, Wilson und King. Ja, wir müssen mal schauen, was jetzt hier gegen die Cherries drin ist. Für uns wäre natürlich ein Sieg absolut wichtig, denn wir können halt nicht einfach darauf vertrauen, dass er das Liverpool wieder patzt. Wir müssen schon schauen, dass wir unsere Spiele jetzt gewinnen. Wir müssen clever agieren, wir müssen richtig agieren. Und sollten hier auf jeden Fall 3 Punkte mitnehmen. Oh, Savic, starker Ballgewinn. Starker Ballgewinn von Milinkovic, Savic. Savic hämmert den Ball da rein. Sehr schön, 17. Minute 1-0. Schönes Ding von Milinkovic, Savic. Auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass wir hier direkt mal in Führung gehen können. Hier sehen wir das ganze Ballgewinn von Savic. Und der stürmt dann einfach vor. Da kann keiner mehr wirklich in den Zweikampf kommen. Ja, und dann in die Torhüterecke. Ist natürlich ein bisschen unglücklich für Begovic, wenn der Ball da in die Torhüterecke reingeht. Aber nun gut, der Fehler passiert natürlich hier, dass man in der eigenen Hälfte, tief in der eigenen Hälfte, natürlich den Ball so leichtfertig abgibt von der Nummer 29. Da kommt halt kein Abwehrspieler mehr wirklich in den Zweikampf. Dann kann Savic eben auch ganz frei abschließen, auch wenn der Winkel nicht der beste ist. Ach, ist dann unglücklich für Bournemouth, für Newcastle umso wichtiger, dieses 1-0 im Kampf um die Meisterschaft. Wilson. Sancho. Hoher Ball. Savic mit dem Kopfball. Spielt den auf Wilfried Zaha. Läuft das Cheek jetzt hier auf die linke Seite auf Wilfried Zaha. Zaha mit der Finte. Oh, geht dann in die Strafe und kann abziehen. Hat den Ball wieder. Sancho. Tor. 2-0. Ja, da macht Newcastle wieder einen Ticken mehr Druck. Versucht nochmal so ein bisschen Bournemouth da in die eigene Hälfte zu drängen. Und schon kommt das 2-0. Hier ist Zaha, super gemacht. Abschluss, Sepe. Ach, was macht Sepe denn da? Habt ihr. Achtet mal auf den Torhüter. Also, Sepe sage ich schon. Begovic natürlich. Was macht Begovic bitte da? Eventuell sieht man das von hier jetzt nicht so gut. Aber Zaha, Finte. Schießt dann. Ja, gut, jetzt sieht man hier den Begovic leider nicht. Einfaches Ding dann von Sancho, während Begovic sonst wo war, weil er da irgendwie rumgeschleddert ist. Naja, 2-0 Newcastle United auf jeden Fall. Sah er nicht ran. Kubo. Und jetzt ist da eben Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, der Ball wird abgefälscht. Callum Wilson. Gosens. Flankenmöglichkeit. Wilfried Zaha. Ja, 3-0. Einfaches Ding hier für Newcastle.
einfaches Ding bisher. Keine großen Schwierigkeiten mit dem Gegner. Das muss man schon mal so sagen. Das können sie auf jeden Fall feiern. Hier sehen wir das Ganze mal. Zaha beim Schuss. Callum Wilson hat die richtige Idee. Schickt da Gosens in den Lauf. Er dann über die linke Flanke. Und dann ist da Wilfried Zaha, der da den Ball ganz einfach reinköpft. Diego Rico. Hugo macht das stark. Callum Wilson. Jetzt kann Kubo da natürlich laufen, wie er will. Kubo. Kubo. Und den tunnelt er auch noch. Ich glaube, das war tatsächlich gerade ein Tunneler. Also Begovic sieht beim 2-0 aus wie ein... Ja, ganz nett gesagt, etwas tollpatschig. Sagen wir es mal so. Und jetzt lässt er sich hier tunneln. Hier Kubo. Wilson. Schön zusammengespielt. Kubo läuft dann auf Begovic auf. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist ein Ball, den musst du halten. Also Begovic ist ja echt gar kein schlechter Keeper eigentlich, aber... Ah, heute echt nicht gut. Ich meine, Kubos Abschluss ist nicht super. Ganz im Gegenteil, der ist nicht gut, der Abschluss. Aber ist halt durch die Beine von Begovic und dadurch steht es 4-0. Es gibt sogar nochmal Eckball, obwohl man hätte abpfeifen können. Ich meine, 4-0 steht es. 5 Minuten der Nachspielzeit waren schon unnötig. Boah, immerhin mal noch ein Lattentreffer. Immerhin noch mal ein Highlight, wirklich. Ein FM Egg. Ach ja, komm. Jetzt baller den Ball weg. Und das Spiel ist damit auch offiziell beendet. 4-0, das ist auf jeden Fall ein stabiles Ergebnis gegen Bournemouth. Die ja jetzt wirklich nicht so ein mega schlechtes Team haben. Aber die wir hätten auch schlagen müssen. Und das haben wir auch getan. Jetzt wird es natürlich ganz, ganz spannend, was Liverpool gemacht hat. Denn wenn sie verloren haben, dann können wir in der nächsten Folge schon offiziell Meister werden gegen City. Ich glaube, selbst wenn sie unentschieden gespielt haben, können wir in der nächsten Folge schon Meister werden. Liverpool hat verloren. Oh yes. City hat gewonnen. Das heißt, in der nächsten Folge können wir uns das Double holen. Ein Sieg noch. Wenn wir gegen City gewinnen, sind wir durch. Und danach kommt auch noch das FA Cup Finale. Das heißt, in der nächsten Folge können wir uns das Double sichern. Also das wäre auf jeden Fall geil, wenn wir es echt schaffen würden, uns das Double zu sichern. Wir gehen nochmal kurz auf die ganzen Angebote ein, die wir da noch haben. Aber das ist auf jeden Fall nice. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit dabei. Da müsst ihr dringend mit reinschauen. Denn da geht es eben darum, ob wir Titel holen oder nicht. Holen wir das Double, ja oder nein? Euer Veloz meldet sich fürs Erste ab. Und bye bye.